Ja, moin und hallo zu einer Runde LS15. Tja, wir haben in der vorigen Runde Gras gemäht, um Heu zu machen. Ich hatte ja nichts mehr. Und wollte eigentlich ja morgen früh schütten, aber ich habe mir gedacht, wisst ihr was, das Wetter ist noch so schön, das nutzen wir aus. Ich fahre da nochmal eben hin und schütte nochmal eben durch. Die anderen sind schon unsere Dusche und so weiter. Und haben schon Armbrot gegessen, das habe ich auch schon, Armbrot, ne? Was der denn für Sorgen ist, also. Jo. Ich denke, juckel man da noch mal eben hin. Können wir nachher noch mal eben nach den Viecher gucken, ob da alles in Ordnung ist. Weil das Gröbste und Wichtigste haben wir weg. Das Korn von Heim. Den kann auch Feierabend gemacht werden. Das nutze ich jetzt nur aus für morgen. Dann brauchen wir das morgen früh höchstwahrscheinlich nur im Schwatten. Und pressen. Fertig. Und falls denn zu wenig ist, dann kann ich immer noch eben schnell was machen. Dazu. Naja, guck mal, schon wieder düster da hinten. Da soll ja ein bisschen nebelig oder diesig werden oder was und feucht. Mal sehen, was drin haben wir drin. Ja. Und dann denke ich mal, dass ich mich dann auch dann so langsam mal nach auf dem Weg nach Freilauf machen kann. Ja, den habe ich noch eben bei Ernst August gekauft. Der ist ja nochmal größer wie der Originale. War ja auch schon lange auf der Platte. Boah, finde ich gut. Das ist so für mich so für diese Wiesengröße, sag ich mal, die. Ja, das Richtige. Wollte mir erst den ganz großen holen. Ich denke, nee, weiß ich auch nicht. Brauch's hier nicht. Zu fix, ne? Das ist auch gar nicht richtig durchgeschüttet. Jo, Inge, die war kaputt heute, so doll, die hat eben gesagt, ich gehe leider am Bett. Da war, am Bett, willst gar nicht in der Disse. Nee, ich bin so müde, 16. Ich sag, ja, bist du von gestern kommt das. Aber, naja, ist ja nur Mol, ne? Das haben wir alle durch. Ganze Nacht durchhauen will ich ja auch nicht. Auch mal eben durchschütten, das ist auch nicht so wild. Dann ist das schon mal außen an und kann schön trocknen noch den Rest und dann schwatten wir das morgen früh oder bringen das in eine Volt, ne? Jo. Ich habe schon überlegt, mir noch eine Rundballenpresse zuzulegen. Wir hatten jetzt die Glas auf dem Hoch, die hat auch Mucken gemacht. Aber ich gehe ja noch nach Ernst August hin, nach Lüders, und hat noch Teile geholt, die haben wir dann noch eingebaut, aber das Wahre ist es nicht. Da habe ich gedacht, wenn steigst du auf Rundballen um,
Und hier, das ist das ja ganz gut. Da knallen die ja auch nicht so weg. So hügelig ist das hier, nicht? Gucke nämlich auch ein bisschen drauf. Sie mir nicht meistens dann immer nachher nach JWD dann irgendwo hin rollen. Ich sage, eine anständige Rundbeinpresse, sage ich. Und dann kann man ja eventuell auch mal ein paar Gasballen pressen und da Siloballen von machen, ne? Für zwischendurch mal eben. Schöne handliche Sache. Dann geht er durch, ne, bleib liegen. Und dann nur aus der Ecke kratzen da. Zu dich rangemäht. Nächstes Mal nicht. Aufpassen. Und hier für sowas brauche ich auch kein GPS. Hat der Trecker sowieso nicht. Das Mucki von Hand. Konventionell nicht, so wie das immer war. Ja, dann kann ich sonst morgen früh rechtzeitig hoch und das eben schwattern. Kann Inge von mir aus pressen eben oder wann? Ja. Und Henrik kann dann. Achso, Jauche fahren müssen wir ja erst, bevor wir fliegen. Ja, das ist ja auch Shit. So kriegen wir, fahren wir Jauche halt, ne? Dann muss ich mal gucken, ob ich da dann noch einen Lohner nehmen oder was, oder das eben selber verfahre. Ich muss erstmal hin nochmal zur BGA nochmal gucken, wie viel überhaupt noch im Pott drin ist. Und bei die Kühe selber und sowas, ne? Und das alles zusammenpacken, ob wir dann einen Acker mit fertig kriegen. Verdüngen müssen wir ja auch noch, das kann Ece sonst machen. Ein paar Stellen sind das noch, muss Kunstdünger rauf. Ja, und dann ist das, ich sag mal so, diese Terminarbeiten, die sind dann weg, ne? Die Ernte ist drin, soweit. So ein paar Kleinigkeiten noch. Achso, ja, Kartoffeln und Rüben, aber das ist dann, da holen wir einen Lohner dann. Vielleicht hole ich mir auch für Kartoffeln und noch einen Roller. Muss ich mal sehen, was so im Angebot ist im Moment. Hat er da einen gesehen? Na, mal sehen, wie der ist. Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir erstmal angucken. Den roden wir die selber. Macht bestimmt auch Spaß, oder? Und die Rüben, die lassen wir vom Lohner rausholen dann. Eben. Soll eben ein Grimme kommen oder was. Weiß ich, Holmer haben die auch hier teilweise, aber der ist mir mal zu groß, das Ding. Irgendwo aus dem Kurs gekommen hier. Naja, hier. Na, wo bist du denn? Hinterm Busch. Ja, das passt ja nicht. Schönes Bild ist hat. Die richtige Größe. Finde ich. Aber so über den Acker jagen halte ich nichts von. Das machst du in echt ja auch nicht, finde ich.
Ja, das läuft sich ganz gut ein jetzt hier in Hamburg, finde ich. Müssen hier und da noch ein paar Maschinen besorgen. Ja. Dann ist das bald eine richtig eingespielte Sache. Das ist gut, da brauche ich mich dann gar nicht mehr so viel umkümmern. Dann. Natürlich kommt man inzwischen immer her. Ja, guck, Kontrolle großartig, brauchst du hier bei Henry nicht machen. Aber mal eben Tag sagen und sowas, ne? Da muss man ja. Oder wenn Not am Mann ist, dann springt es eben ein, ne? Weil wenn wir das in Freidorf in den Gänge haben, vernünftig, dann mit Uwe und Claudia oder was, das wird mit Sicherheit auch noch einer mit reinkommen, dann je nachdem müssen wir mal sehen. Das sind ja im Grunde genommen nicht ganz so große Stücken da, ja, das ist einfacher zu bewältigen. Wie und was, müssen wir nur noch zukaufen und alles. Mal gucken, was wir da machen. Ist alles noch ziemlich am Anfang da. Ja, und wenn das nicht ganz so viel ist, dann kann ich zwischendurch auch noch besser springen, ne? Mal schöne Backon. Hier, Hamburg, Bantico muss ich noch hingucken. Die Jungs, die sind auch noch eine Gänge hinten. Da war ich schon lange nicht mehr. Dann habe ich auch den Weg schöne Back wieder hinguckt, dann mache ich auch einen Abstecker nach Bantico auf alle Fälle. Weil das liegt ja eigentlich auch so ziemlich gleich nebenan, so ein paar Kilometer auseinander. Auch in echt. Ne? Weil diese Maps und Dörfer, die gibt es ja in echt. Ne? Die habe ich mir alle zwischendurch mal geguckt, wo die sind. Finde ich ja dann immer interessant. Auf Google Earth. Ne? Und das passt auch hier vom Weg erst von Schönebeck Richtung Freidorf. Es gibt dann Freidorf, das liegt in der Nähe von Nienburg, also zwischen Bassum und Nienburg. Mehr nach Bassum hin. Ja, und das wird das wohl sein, denn in der Region war ich früher als Kind viel. Da haben wir Verwandte, Urlaub mal und so. Und das passt und kommt hin von der Region, also so von der Landschaft kam hin. So das Hügelige und nicht ganz so große Felder, ne? Hier und da mal eins dazwischen, ja, passt. Also müsste das eigentlich sein. Und von daher, von Schönebeck nach Freidorf waren, der Abstecker nach Hamburg, das passt. Das haut hin. Also ich sag mal von daher so, diese Story, die ich jetzt gerade hier erzähle, die ist nicht einfach so zusammengeschustert. Ne, so wahllos zusammengekloppt oder so ist es nicht. Das hat wirklich schon Hintergründe. Aber je mehr man dann hiervon guckt und das so ein bisschen regelmäßig mitkriegt, desto mehr versteht man nachher, worum es geht. Und das finde ich interessant. Ne? Klar, das dreht sich alles immer um Landwirtschaft und Maschinen und Machen und Tun, aber das hat auch einen Hintergrund. Sag ich mal so. Und das ist für mich dann auch das Spannende. Ja, und das ist eigentlich schon, bevor ich überhaupt Videos gemacht habe, ist das schon bei mir so im Kopf abgelaufen. Spaß, ne? Und da habe ich mir dann irgendwann gesagt, ich sage, oh, warum sollen andere Leute dann hier auch Spaß an haben, wenn sie an sowas Spaß haben? Ganz einfach. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Habe ich gesagt, ach, probier mal einfach aus. Mach mal. Oh, das ist auch reine Geschmackssache. Ne? Und jeder macht ja auch nicht alles sehen. Ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Und das ist so. Ne? Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn ich spiele einfach nur, weil ich Spaß an dieser Geschichte habe.
an dieser Geschichte, an den Maps, an dem Spiel und so weiter und so fort. Dann natürlich auch jetzt viel Spaß an euch Zuschauern und, wenn ich das schon behaupten darf, an die kleine Community, die sich da gebildet hat, finde ich toll. Das werden wir dann auch weiter ausbauen, alles nach und nach und in Ruhe. Dann hat die ganze Geschichte auch Hand und Fuß, ne? Nein, jetzt mit dem Community ausbauen und das alles, ne? Ich werde auch mal irgendwann anfangen, live zu streamen, warum nicht? Im Moment, ich muss es erstmal ausprobieren, weil meine Internetverbindung hier am Popo der Welt, sag ich mal so, das ist nicht so das Wahre. Dauert ziemlich lange, bis ich dann so ein Let's Play nach oben hochgeladen habe. Nur 3-4 Stunden, locker. So groß sind die eigentlich gar nicht. Meistens so 1,5 Gigabyte. Je nachdem, ne? Ich habe hier irgendwie ein Upload von, muss ich jetzt lügen, 1, und das schwankt so ein bisschen. Ich muss da nochmal bei meinem Anbieter da nochmal nachhaken. Der hat natürlich auch schnellere, 16.000er soll das sein, das kommt hier gar nicht an, ne? Irgendwie, und ja, mehr kriegen die hier hinten nicht im Moment, das weiß ich auch nicht, Sky vielleicht. Wenn ihr mal einen Tipp habt, so, bin ich dankbar. Hatte ich jetzt so gedacht, an Sky eventuell. Habe ich mal irgendwann was von gelesen, ne? Geht denn irgendwie über Satellitenschüssel und so und soll auch rasend schnell sein oder sonst irgendwas, wenn es hier schon nichts anderes gibt. Tja, mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat, aber wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft und dann wird das auch was. Und dann macht es noch mehr Spaß. Mal umsetzen. Oh, ist ja auch gleich geschafft. Da bin ich mal gespannt, wie wir da runterkommen, ne? Denn da beim Silo fahren, das ist ja mächtig was runtergekommen. Kann man sagen. Ja, liebe Leute, das ist die Zeit auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, dass ich euch alle recht das nächste Mal wieder begrüßen darf. Und hiermit verabschiede ich mich dann. Mo' gut, euer Butcher. Tschüss.